Einen wunderschönen guten Tag, Dicker. Es ist wieder der zweite neue Folge von Dark Souls Cinderpot Beta Edition. Und es tut mir leid, dass ich in letzter Zeit so wenig hochgeladen habe von diesem Spiel, weil ich setze Prioritäten. Ihr sagt doch immer, ich solle Prioritäten setzen. Ich solle hier großartig mal so ein bisschen erstmal eines auf die Reihe kriegen oder sonstiges. Genau. Bin ich jetzt auf dem richtigen Spielstand? Genau, bin ich. Gut. Heute ein kurzes Gebiet. Nicht, dass es nicht unbedingt lang ist. Aber es muss ja auch mal gemacht werden, irgendwann. Vorwiegend als Vorbereitung für das, was jetzt bald kommt. Deswegen... Ach, die Hebungsrichtung bewegt sich nicht. Okay. Deswegen geht's dann heute mal in die Ruinen von Anor Londo. Ich hasse Geister. Just saying, ich hasse Geister. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich hasse sie. Das Spiel ist so unheimlich graziös. Das Spiel ist so unheimlich nett. Und gibt uns sage und schreibe 2 Wanderflüche. Und warum bringe ich die jetzt gerade nicht um? Das war Fail. Ach, egal. Naja, was willst du machen? Kenne ich dich irgendwoher? Du bist? Du warst? Wer war denn das? Irgendwer war das doch. Ich weiß nicht mehr wer. Egal. Okay. War das ja oben vom Feuerbrandschrein? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Ich meine mehr als sonst. Verwirrt bin ich ja immer. Ah, oh, die sind so viel einfacher jetzt. Ja, ich war hier noch nicht in diesem Gebiet, muss ich dazu gestehen. Das ist jetzt das Weiteste, was ich hier zu ranlaufe. Als kleine Information für die, die es noch nicht mitgekriegt haben. Dieses Spiel ist für mich jetzt blind. Ja, das ist für mich jetzt blind. Egal, wo ich auch hingehe, blind. Wenn ich mich jetzt, wenn ihr... Naja, okay, es gibt eine Stelle, die jetzt nicht blind ist, aber... Oh. Sehr schön. Wanderfluch. Ich meine, es gibt ja schon hier so ein paar Stellen, wo es dann nicht blind ist. Aber ich merke, ich bin hier für dieses Gebiet scheinbar zu overpowered. Ja. Gewaltig zu overpowered. Die machen ja mal gar nichts mehr hier aus, wie mich. Komm ich darauf? Nein. Ja. Oh, ich hasse Geister. Ich hasse Geistergebiete. Obwohl, und das fand ich cool. Ein Parierdolch. Für die, die es noch nicht, die noch kein Parierdolch hatten. Sehr gut übrigens, die Schurken. Komm ich da irgendwie rüber? Ja, da vorne.
Und noch ein Wanderfluch. Ne, da kommen wir nicht rüber. Okay. Wieder unten geht's auch noch rein. Da ist auch Wasser. Ich wundere mich. Ich weiß zum Beispiel, dass ich jetzt hier keine Angst haben brauche, weil hier gibt's keinen Boss. Das weiß ich. So smart. So smart bin ich ja hier schon. Ich finde das so toll, wie die dann immer sterben. Hört sich an wie so ein billiger Geister-Hentai-Porno. Und wo kommst du? Ja, du bist fies, ich weiß. Warte mal, sagte ich, wie die sterben? Die sind doch schon tot. Das wollte ich jetzt nicht. Egal. Der Wanderfluch läuft noch. Was ist das da vorne? Aha. Komm ich hier hinten irgendwo was hin? So. Wow, bin ich tanky, dass ich die jetzt einfach so... Peinlich! Ich merke gerade, ja, es war der vom Feuerbandschrein. Warum er zu einer Hülle geworden ist, weiß ich nicht. Es ist aber auf jeden Fall sehr interessant, dass er da war. Weil ich habe ihn jetzt nämlich nicht im Hinterkopf gehabt. Ja, vielleicht droppt er ja nochmal. Vielleicht liegt da ja wieder sein Loot rum. Obwohl, es wäre nicht das erste Mal, dass der Loot dann nicht rumliegt. Leroy. Ja. Ich sehe auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall genügend... Wanderflüche jetzt mittlerweile für dieses Gebiet. Das war auch meine größte Befürchtung, dass ich nicht genügend Wanderflüche habe. Ja. Don't judge me. Don't stop, baby. Wo kommt das denn jetzt her? Na egal. So, in von Neulondo. Natürlich liegt kein Loot hier. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Und ich laufe jetzt hier einfach mal ein bisschen so schnell es geht durch. Weil ich es kann. Laufen. Versteht sich. Ich sagte doch gerade, ich wollte hier durchlaufen. Egal. Ihr kennt mich ja inkonsequent. Ich meine, hier gibt's... Doch, hier gab es einen Boss, meine ich. Aber den machen wir erst viel, viel später. Also nicht nur ein bisschen später, sondern richtig viel, viel später. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Zu viele Geister.
Wer hat hier denn gemeint, der immer so ein bisschen, also ich weiß nicht, hier würden die Ghostbusters ja erstmal ihr Lebensbrot, beziehungsweise nicht mal ihr Lebensbrot, ihr so einfach einen riesigen Gehalt verdienen. Ich ruf mal die Ghostbusters an. Oh ja. Who you gonna call? Ghostbusters. Ja, ich rufe die Ghostbusters jetzt mal an. Weil ich's kann. Richtig, weil ich's kann. Und schon sind wir auch hier wieder angekommen. Wo denn unserer? Hi. Eins. Weißt du, wenn ihr durch die Wand schlagen könnt, dann kann ich das auch. Bitches. Ja, wenn ihr das könnt, kann ich das auch. Ein bisschen mager droppen sie ja schon. Möchte ich so erwähnt haben. Weil derzeit brauchen wir ja noch den Wanderfluch. Das sollte ja nichts Neues sein, oder? Ja, ich weiß. Au. Wer bist du denn? Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. Mhm. Ja. Very impressive. I know exactly what your intentions are. Mhm. You seek the four kings whom I guard over. Okay. This is the key to the seal. Cool. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. Uh-huh. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Okay, sehr interessant, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass er das Lord Vessel braucht, aber okay. Ansonsten hätte man diesen NPC auch töten können, um diesen Schlüssel zu bekommen. Aber sehr interessant, ich wusste es noch nicht. Man kann natürlich hier auch Gegenstände kaufen, wie zum Beispiel den Wanderfluch, aber auch Fluchabwehr als Wunder, glaube ich. Ja. Oder man kann auch direkt von ihm Flüche brechen lassen. Also, sehr nützlicher NPC, muss man dazu sagen. Es wäre eine Schande gewesen, ihn dann irgendwie umzubringen. Ja. Aber ich bin begeistert, dass das jetzt alles so wunderbar, ohne Probleme geklappt hat. Toll. Ich bin echt begeistert. Weil das hätte ich jetzt nämlich nicht gedacht, dass es hier alles so funktioniert.
Jetzt, da wir den Siegelschlüssel haben, können wir hier irgendwo so ein Siegel brechen. Wenn ich nur wüsste, wo das wäre. Ich weiß es nämlich nicht. Da, wie bereits erwähnt, ich dieses Gebiet blind mache. Ich war hier noch nicht. Auch nicht in meinem eigentlichen Run. Ich war hier noch nicht. Beziehungsweise in meinem Offscreen-Run. Na! Okay. Dann halt nicht. Oh, das sieht mir nicht nach einer geschlossenen Tür aus. Gehen wir erstmal hier hoch. Oben ist es toll. Oh, sehr toll. Oh, Schätze. Ich mag Schätze. Würde ich keine Schätze mögen, dann würde ich keine Schätze mögen. Ja. Hier finden wir dann eine Menschlichkeit. Und hier vorne finden wir dann auch wieder was. Seltener Ring der Opferung. Mhm, praktisch. Kann echt praktisch werden, so ein Ring der Opferung. Weil dadurch behält man seine Menschlichkeit, seine Effekte und. Weniger praktisch ist, dass ich mich jetzt hier runterfallen lassen muss. Ja. Ich guck mal, ob ich das überlebe. Ja, ich überlebe es sogar. Sehr schön. Dann sind wir hier in diesem Raum angekommen. Und können dann wieder ganz normal runterlaufen. Verdammt, ich bin in den falschen Raum hinabgelaufen. Ach, verdammt. Egal. Ich muss ja nicht alle Schätze hier einsammeln, vor allen Dingen, da es ein Low-Level-Gebiet ist. Was mir jetzt gerade allerdings eingefallen ist, hier könnte für mich was Interessantes noch sein. Was sehr Interessantes. Nein, den meine ich nicht. Vorrichtung bewegt sich nicht. Kommen wir hier durch? Ah, hier ist eine Siegelschüssel. Drücken wir mal den Hebel. Und öffnen die Fluttore. Und DK sprach, es werde geöffnet. Ist das das Drachental? Ja, das ist das Drachental. Toll. Jetzt beginnt das richtige Gebiet, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber hier war noch was. Hier war noch was, was ich haben wollte. Und jetzt natürlich können wir auch die Fluttore ziehen. Sehr schön. Aber wenn es so lange unter Wasser war, dann sieht das ja ziemlich okay aus, finde ich. Naja, was willst du machen? Wanderfluch läuft noch. Du bist tot. Darkwraith. Ich sagte doch, wir sind im Tal der Drachen. Ich sagte es doch. Ich hab doch wieder mal recht gehabt. Nee, ich hab jetzt aber keine Lust auf Drachen. Ja.
So meine ich, muss eine überflutetes Gebiet aussehen. So nicht anders. Ich meine, hier war doch irgendwo noch ein Schmied. Wow. Okay, rein mit uns. Wo sind wir denn hier angelandet? Hier ist doch was. Ach, da bist du. Boom. Oh, oh. Au. Boom. Yim. Was zum Geier hat mich da erwischt? Ein Schleim. Okay. Gott, hält das Ding viel aus. Whoopsa. Boom. Was droppst du mir, wenn du was droppst? 5000 Seelen. Oh, nice. Das mag ich. Dich habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Komme ich jetzt hier hoch? Sehr schön. Ich bin mal kurz AFK, gleich wieder da.